Hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, ich bin ruhig. Ich muss dich warnen. Mars ist ein großer Krieger. Aber Hoyt ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war's, dann Hoyt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Huh. Für alles gibt es ein erstes Mal. Genau. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. LOL, er fährt wirklich. So, Drift Citra, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Far Cry 3. Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich ehrlich gesagt auf dieses Projekt jetzt drauf freue. Vor allem, da ist der Tempel, also dorthin. Vor allem, was halt so besonders ist bei diesem Spiel, es ist eines meiner wenigen Projekte, das ohne Facecam läuft. Das heißt, ich kann so blöd reinschauen, wie ich will, und ihr seht das gar nicht. Das ist eine Freude. So, ja, genau, eine Freude, das ist wirklich wie du. So, aber auf jeden Fall jetzt, in der letzten Folge, wissen wir dank was Wahnsinn ist. Ein netter Junge erklärt uns mal ein bisschen da, was hier so abgeht. Und jetzt müssen wir zurück zu Citra, weil ich glaube, das sind die Geschwister. Und wir sagen, hey, dein Bruder, der ist aber nicht so lieb zu mir. So, hallo, hallo Freund. Hallo Freund, sag, ich bin dein Freund, sag doch hallo Freund. Gut, dann sag halt nicht hallo Freund. Ich muss doch nicht hallo Freund sagen, ist ja. Okay. Gönne, das ist hallo Freund. Gerne zurück, oder heißt das gekacken? Eines von den beiden wird schon heißen. So, wo ist die Citra? Citra, 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 Citra. Oh, hübsche Wandmalerei, Citra, Citra, Citra. Das war sicher dein Opa, Citra, oder? Wo ist die Citra? Ah, da! Hallo, Citra! Hallo, Puppe! Lass uns allein. Und lass uns allein? Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich hab dir was mitgebracht. Oh shit, wo will die mit mir hin? Die will... Oh, Leute, die verführt mich. Die verführt mich, Leute. Die verführt mich. Ich merke das. Ich merke das. So gehen alle Frauen ran, wenn was los ist. Leute, jetzt geht's los. Oh shit, die greift mir an den Pimmel. Achso, was macht die jetzt? Trink. Ich trinke jetzt schon wieder? Das ist giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Hab ich schon mal getrunken. Und da war ich im Land der Träume. Och, komm, Citra. Oh shit. Das Zeug, an das werde ich mich nie gewöhnen. Okay, Citra, verpiss dich, lass mich dem Pfad folgen. So. So. Wo sind wir jetzt? Es ist weiß. Ich bin Himmel. Ich bin in der Wolke. Ich bin eine Wolke. Oh, ich bin eine Wolke. Fuck, ich bin doch keine Wolke. Citra, lass mir in den Träumen zuschauen. Wo da brennt die ganze Scheiße? Einer mit einem großen Penis. Was geht jetzt ab? Oh, 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 oh. Citra? What the hell? Ah! Wow. What the? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, ich habe Angst. Leute, ich habe wirklich Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst. Citra, mach mal einen lang. Wir können doch einfach nur... Warte, ich soll dich töten? Geh scheiße! Oh, was war das? Wow. Puh, ich muss hier, glaube ich... Ich scheiß mich vor nix an. Nicht mal vor den Monster da. Oh, das Auge brennt. Geh kacken! So, ich nehme eine Spritze. Und jetzt wirst du sterben! So, und jetzt wirst du nochmal dreimal sterben! Na, was ist los, hä? Hast du noch nicht genug, Penner? Oh ja, 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 kannst du auch kacken gehen hier. Ich hab einen... Genau, so sieht's aus. Ich hab auch schon Katakalo besiegt. Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? What the... Hey, Leute, ich bin nicht bereit dafür. Können wir nicht drüber reden oder Kaffee trinken oder so? Wow, 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 shit, shit, shit. Ich brauche... Oh, lelelele. Damn, motherfucker. Oh, kacke, Mann. Wow, das sind zu viele. Boah, komm, ich... Das existiert... Nein, 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 ich hab... Oh, no, 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 no. Okay, 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 dann... Was ist jetzt? Oh, was geht jetzt ab? Oh, jetzt kommt schon wieder du? Ich dachte, ich bin nicht los! Oh, jetzt schaut aber nicht mehr so lieb rein wie vorhin. Lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden, Mann! Lass uns drüber reden! Hallo, wir sind doch... Wir sind doch Freunde. Nicht? Was ist das? Stopp! Stirb! Schau nicht so blöd! Ich mag dich nicht! Ich gehe... Du hast dein Date mit mir verspielt! Du hast dein Date mit mir verspielt!
das Tau-Tau-Monster. Oh, der schießt! Hilfe! 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 Du hast dein Date mit mir verspielt. Nie wieder gehe ich mit dir im Spielplatz. Nie wieder. Du hast... Ich hab's dir gesagt! Ich werde auf dich kacken. Nie wieder wirst du... Oh, Mann. Mit dir bin ich fertig. Mit dir bin ich fertig. Babysitter gibt's nicht mehr. Dein Kind, das lasse ich jetzt im Park stehen. Und jetzt stirb endlich! Wie fällst du denn aus? Oh, ich habe aber genug Munition. Okay, also, den Krieg können wir gewinnen. Lass mich in Ruhe. Jetzt stirb, komm. Jetzt ist aber nicht mehr lustig. Mein Pimmellauch. Schrei mich nicht an! Ich sage es noch einmal. Oh, was ist da? Nicht sterben. Oh, er ist tot. Okay. Ich werde ihn wegreißen, ich werde ihn in den Kopf abschneiden, den Penner. Komm her, ich schneide. Oh, Leertaste. So, jetzt gibt's eine. So, freu dich schon mal auf dein. Oh mein Gott, ich fliege. Oh, ich muss drücken. Oh, Leertaste. Ah, Kalimarsch habt ihr nicht. So, bringe es zu Ende. Okay, ich glaube, ich habe den fetten. Den Riesen gekillt. Sag mir, wer ich bin. Sag mir eher, wie ich war. Das sind Nippels. Du bist ein Krieger. Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient. Du spürst das Tatar. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Bin ich das? So Leute, ich bin Rakyat. Jetzt könnt ihr alle scheiße gehen. Auf der ganzen Insel versklaven Barsch und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Vaas zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Wow, Leute, ich habe gerade wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Und auch an Stellen, die ich nie zugeben würde. Aber Leute, what the hell, was ist denn jetzt passiert? Wir haben gegen ein fettes Monster kämpft, dann ist Syra, wie heißt sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Wir haben es zu Ende gebracht. Wow, wo sind wir jetzt? Jetzt haben sie mich wieder im Dschungel ausgelassen. Das ist der Dank dafür. Was? Guck, da hinten ist er. Oh, jetzt Rache. Oh, ich glaube, Leute, das könnte der Endpart werden. So, wir schauen jetzt schon mal schnell. Fähigkeiten, wie viel haben wir denn? Verfügbare Fähigkeitspunkte 5. Na eben, sowas nehmen wir da. Mit der kannst du von oben auf 2. Nee, was, warte mal. Wir brauchen... Und dann machen wir das. Einmal das. Ja, okay. So, dann machen wir das. Mehr Felder. Ja, mehr Felder. Jetzt haben wir nämlich mehr Leben. Sehr schön. So, was ist das? Explosion. Egal. So, was haben wir noch hier? Was ist das? Du findest mehr Geld. Natürlich. Hallo? Was ist denn hier los? So, und du kannst Schirmgewehre. Und na, schnell nachladen nehmen auch. Perfekt. So, und jetzt zeig meine Hand, wie geil ich bin. Schau her da. Wow. Oh, Tattoo gratis. 13 neue Fähigkeiten. Cool. Wuhu. So. Oh, shit. Moment, ich habe vergessen, dass da Heimwasser sind. Okay. Ich habe wirklich vergessen, dass da Heimwasser sind. Und ich habe ein scheiß Gefühl, dass jetzt gleich einer kommt. Ich habe nämlich wirklich ein bisschen Panik vor diesen Kackviechern, weil die auf einmal vor dir auftauchen. Und du weißt gar nicht, dass sie da sind. Also, das ist so ein Ding. Haie sind halt so, die sagen nicht, hallo, ich beiß den Mann in den Arsch. Nein. Der ist einfach da und beißt in den Arsch. Ob du es willst oder nicht. So, wer ist da drüben? Wer ist denn dieser Bootsgefähr? Wer ist denn dieser... Hey, da liegt doch wer. Das ist aber nicht der Vaas. So, komm rein da. So, jetzt gibt's hier noch eine Überraschung in den Hals und jetzt ist der aufgetaucht. Hallo, ich bin zurück. So, was ist mit euch? Ja, wurscht. So, ah, da. Betritt den Stützpunkt. Oh, Leute, jetzt ist Vaas Action Time. Da brennt's doch. Ich nehme mir, was ich will, wann ich will. Wudu. So, Mädchen, geh weg. Danke. Mädchen, ich bin sauer. Ja?
Ich würde gerne Geschlechtsverkehr mit dir jetzt haben, weil ich dein Leben gerettet habe. Wie siehst du aus? Ja, würde ich entgegennehmen. So, wo gehen wir hin? Wir müssen da rüber. Okay. Kein Problem. So, da ist ein Stützpunkt. So, niemand hat etwas gesehen. Geschweige denn gemerkt. So. Wo muss ich denn eigentlich hin? Wo sind die Gegner? Da ist einer. Okay, warte mal. Ein linkes Auge dreht, dann sehe ich weniger. Da ist noch einer. Oh, da sind ein paar andere. Okay, aber die können wir leicht umgehen. So. Wir müssen in diesen Stützpunkt rein. Oh, Leute, ich glaube, das ist das Wars End Battle. Ja, wie komme ich da rein jetzt? So? Hey, cool. Sogar so. Die haben es mir aber leicht gemacht, da reinzukommen. Was geht da ab? Leute, das ist die Antwort. I think you're freaky and I like you a lot. Das Video gibt es in der Videobeschreibung. Oh mein Gott, das ist eine unbekannte Band, Leute. Also bekannt, ich kenne sie sehr gut. Ich mag die Band. Überraschung, Pisser. Ich gedacht, dass ich weiß, dass du kommst, hä? Ich bin so enttäuscht. Du warst so vielversprechend, Jason. Scheiße. Du scheiße vielversprechend. Jetzt sitzt du hier im Käfig. Shit. Ich hab dich nicht hergebeten. Du Pisser bist von ganz allein. Oh, ein Tiger. Ja, wenn du aber zu den Schwanzlutscher sagst, dann werden dir die Freunde aber, die werden mal böse werden, wenn du sie immer so beleidigst. Ach komm, jetzt ist aber nicht mehr lustig! Oh, ich hab kein Medipack mehr! Ah, das war mein Unterarm! Okay, uno, due, tre. Mach den Käfig auf. Tiger, du bist frei. Greif mich nicht jetzt an. Sehr gut. Okay, so, Leute, wir brauchen dringend ein Heilmittel. Wir haben nämlich keins mehr. Ich hab's vergessen. Ich dachte noch, wir haben genug, aber wir haben anscheinend keine mehr. So, verfügbar eine Medizin. Na, das ist doch toll. Ah, ich hab noch mehr. Nee, oder? Hab ich noch mehr? Leute, ich muss das ist jetzt wichtig. Auswählen, herstellen. Herstellen. Ja, wir haben doch genug, Leute. Gut, dass ich so viel eingesammelt habe, weil jetzt kommt Endbattle. Da müssen wir viel. Oh, das ist ein... Ich bin leicht überfordert. So, okay. Next, komm. Schon gut, Alvaro. Hey, ich hab dir doch... Ich hab dich freigelassen, du Kackviech! Oh. Jetzt stirb, so. Okay? Warte, ist da noch einer, oder? Wow, mit der Musik. Da geh ich ja voll ab, hier! Stirb! So. Und stirb! Ach komm, der lebt noch? Ich hab ihn doch gebrutzelt. Hey, du brennst, Mann! Es ist Zeit für dich zu gehen. So, okay, ich glaube, ich hab's. So, kämpf dich durch den Schützpunkt, Leute, das haben wir gleich. Da war's, ist meins. Die verbrennen Autoreifen. Wo war die hübsche Frau da? Die würde ich... Oh, ein Tiger. Oh, shit, das ist... No. Nope. Jetzt komm. Jetzt... Oh, nee, das ist so dicker. Oh, Mann, von denen habe ich Angst. Ja, hey, geht schon, Liebe. Kill sie. Tiger, gib ihm! Ja, Tiger, ich lass dich am Leben, wenn du mich am Leben lässt. Okay, ich hab's mir überlegt. Ich hasse es, Tiere zu töten, egal ob virtuell oder auch nicht. Aber ich meine, der Tiger macht's mir nicht gerade einfach. Was? Komm her, du Penner! Was? Ich werde Wo den. Bist du? What the fuck, da hängt ein Tiger! Und stell dich. Überraschung, Fickpisser. Oh, Fickpisser? Oh, was ist das? Hey, das brennt. Hey, das brennt. Ich bin ein Knallkörper. Wo
Oh, the fuck, wo bin ich jetzt, Leute? Oh, ich bin auf dem Trip. Wow. Hey, der Bot's hier weg von mir auf. Oh mein Gott, das ist voll unheimlich. Ich? Ein hübscher junger Mann. Das ist was? What the hell is that? Die Welt ist aus dem Lot geraten. Ich bin der Angelpunkt. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber Mann. Du bist stark. Mächtig. Bist du gern bei meiner Schwester? Ja? Ne? Sie wird ein Krieger aus dir machen. Du bist so kaputt, Jason. Na los, drück ab. Na los, du Schwanzlutscher. Drück endlich ab! Erschieß mich! Siehst du? Du bist ich. Und ich bin du. Was? Ach komm, ehrlich jetzt? Wir sind dieselbe Person? Das glaube ich irgendwie nicht. Ich habe nicht abgedrückt, Leute. Mit Absicht habe ich nicht abgedrückt. Warum stirbst du nicht? Ich wollte irgendwie nicht abdrücken. Ich weiß nicht warum. Ich mag den Typen irgendwie. Ich meine, er verdient es nicht gerade wirklich zu leben. Obwohl, eigentlich tut das jeder Mensch, aber... Leute, ich weiß nicht, was das gerade für ein Ende war. Es war extrem episch, aber es hat mir Angst gemacht. Have you guessed the Riddler yet? The Hater said... Hast du das Rätsel schon erraten? Wandte sich der Hutmacher wieder an Alice? Nein, ich gebe es auf, entgegnete Alice. Wie lautet die Antwort? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, sagte der Hutmacher. Das Ende war so magisch gerade. Jason. Ist der was? Du kämpfst gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Sie wird ein Krieger aus dir machen. Wir sind so fertig, Jason. Was ist tot? Verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Wir werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden Sie das? Komm zurück zu mir.
zu meinem Volk. Bald. Hä? Jetzt bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich habe jetzt den Vars gekillt. Einfach urschnell und leider viel zu schnell, weil das war einer der geilsten Charakter in der ganzen Videospielgeschichte. Und jetzt muss ich diesen Hoyt noch finden? Ehrlich, man hätte doch den Vars den Endgegner sein lassen können, weil Vars ist, finde ich, einfach der Badass. Und nicht mal dann hätte man ihn töten lassen sollen, weil Vars einfach der Badass ist und der kann einfach nicht so schnell sterben. Oh Leute, ich muss mir das Ende noch dreimal anschauen, weil ich jetzt nicht gerade überrissen habe, was das passiert. Exakt, du bist ich, ich bin du. Das muss doch irgendeinen philosophischen Gedanken haben. Das kann nicht einfach so hergeredet sein. Was? War sicher ein bisschen crazy, aber war sicher nicht dumm. Und das ist halt das Ding. Ich würde gern wirklich sehen, was jetzt passiert ist. Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Dennis, ich glaube, du hast so viel getrunken. Ich brauche eine neue, bitte. Schnell. Nee, ich bringe sie dir nicht. Ich gehe lieber aus dem Tempel. Jetzt geht er nämlich zu. Ha! Faggot. Und jetzt? Hä? Sprich mit den geretteten Freunden. Na gut, dann porten wir uns zu den geretteten Freunden. Leute, war das Ende? Das war ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommen ist, aber es war mir jetzt... What the... Nee, komm da runter. Das kann nicht sein. So, da müssen wir hin. Das war mir ein bisschen zu schnell. Dieser Kill mit Vars. Ich meine, die Musik war awesome, dieser Soundtrack, den I Think You're Freaky and I Like You A Lot, das war zu kurz in Szene gesetzt, aber es war cool, dass sie die Lizenz für dieses geile Lied gekauft haben. Leute, das ist die Antwort, das ist eine afrikanische Band ist das. Und da hat das Lied einfach nur besser gepasst und ich finde es wirklich gut, dass diese Band war urklein vor ein paar Jahren noch. Und ich finde wirklich gut, dass Ubisoft diese unterstützt, mit indem sie einfach die Lizenz kaufen und die dadurch ein bisschen bekannter machen. Das ist wirklich nice von Far Cry, ehrlich. Bist du okay? Ich habe was gekillt, ich bin der Alles gut. Boss. Gut, das Boot ist fast fertig, wir können bald heim. Ich komme nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe eine neue Freundin. Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Nun verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen.
Viel Glück an der Wall Street. Die Show geht weiter. Hey, bleib stark. Ja. Hallo? Oh, ich mach mir aber selber gerade scheiß traurig. Und danke für deine Hilfe. Dir sag ich auch noch Tschüss. Hey! Leute, hört auf rumzustressen. Der gute Olli bleibt nämlich beim Dr. I. Du musst wieder zurück. Warum? Du weißt doch, um es meiner Mom zu erklären. Fuck. Geht klar. Verstehe. Ich sag's ihr. Oh Mann, das ist so cool. Das ist echt super in Szene gesetzt. Pass auf dich auf. Klar? Du auch. Okay, Mann. Leute, wir sehen sich. Dann später. Und danke für deine Hilfe. Kein Problem. Oh, das ist scheiße. Ich will ihn nicht verlassen. Ich meine, auf Dienst ist es zwar schon cool. Obwohl, Dienst ist schon super awesome. Das war hart. Härter als ich gedacht. Naja, hallo, das sind deine besten Freunde, Mann. Die siehst du nie wieder. Okay. Was erwartest du dir? Gut. Agent Willis. Agent Willis, jetzt geht's los. Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen nämlich den Hoyt killen. Weil der macht hier ja die. Der ist ja der nächste Kackmann. So, Agent Hoyt. Nicht Agent Hoyt, sondern Willis, oder wie der heißt. So, Amanaki, genau, das war dieser Typ, der mich da am Anfang mit diesem C4 begrüßt hat. Ich finde, das ist wirklich super in Szene gesetzt. Ich meine, das Spiel nimmt sich dann wirklich Zeit für traurige Szenen. Man nehme zum Beispiel eben einfach dieses Auf Wiedersehen sagen zu seinem Freund, den man halt nie wieder sieht. Ich finde, das ist schon gut, dass sich dieses Spiel, obwohl es eigentlich nur ein Actionspiel ist und ein Shooter ist, sich dann wirklich auch Zeit nimmt für diese emotionalen Momente. Und das macht's aus. Nee, ich bin hier. Ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holz Insel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Okay, gib her, komm. Da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Oh shit, ich muss mich beeilen. Flieg nach Süden. Oh ja, da unten, das ist die andere Insel. Okay, das Flugzeug ist da. Und da steht zufällig ein Quarterback. Natürlich, ich habe aber auch keine Zeit zum Chillen. Nein, ich muss nämlich immer auf der Lauer sein und immer mich beeilen. Damn you. Okay, ob das der richtige Weg ist oder nicht, ist egal. Ich muss einfach durch. Und wenn ich jetzt auf ein fettes Wildschwein stoße, dann wird das die Reise verkürzen. Okay, wir fliegen. Wir fahren. Oh, der Bart ist super awesome! Ah! Okay, es hat. Wow! Okay, ich muss mich beeilen. Bin ich da richtig? Ich denke schon, so falsch kann es nicht sein. Oh, das Ding raucht schon! Warte mal, ich muss das irgendwie markieren. Wie fahre ich denn am besten? Warte mal, wohin muss ich? Wo ist dieser Flughafen? Da? Nee. Wo ist dieser Flughafen? Ich sehe ihn auf der Karte nicht. Was ist das hier? Ich muss nach links! Shit! Der ist da auf der Seite! Okay, wir müssen uns beeilen, sonst ist der Flieger weg und ich bin schon wieder hier gefangen. Shit! Okay. Da ist super Kläranlage. Da freue ich mich. Perfekter Platz. The place to be. So, wir müssen uns beeilen! Okay, Schwimmen ist zwar nicht die schnelle Methode, aber es ist auf jeden Fall schneller, als da jetzt extra einen Umweg zu fahren. Da werde ich halt einfach dieses Stückchen laufen. Okay, gut. 3 Minuten 50. Der Flieger ist gleich weg. Verdammt. 3 Minuten 50, so knapp habe ich auch noch nie die Flieger gesucht. Jetzt war ich eben gerade schwimmen und jetzt heißt es dann auch schon, ich muss hier jetzt, also vom Schwimmen, vom Dings ins Flugzeug. Was Schöneres kann es ja gar nicht geben. So, aber ich merke gerade durchs Laufen, da verkürzt sich mein Weg auch nicht wirklich. So, kann ich da wenigstens rauf?
Oh shit, okay, 412 Meter. Ja, das könnte sich ausgehen. Wenn ich ein Auto hätte, dann würde sich sicher ausgehen. Was ist das? Oh, das sind diese Kackviecher. Ah! Okay, wir sollten lieber. Warte mal. Waren da Autos? Komm. Ist das wirklich ein Auto? Halt's Maul! Ist das ein Auto? Tja, das war mal eins! Okay, ich muss laufen. Das schaffe ich doch nie. Da wäre der Umweg wahrscheinlich doch besser gewesen. Das schaffe ich nie. Also das, wenn sich das ausgeht. Boah. Ich weiß nicht. Da gibt's doch kein einziges Auto. So viele Autos finde ich immer. Ach komm, mit den Dings zu laufen ist aber auch schwer. Mit dem Bogen sieht cool aus. So, jetzt mal blödes Viech. Das ist auch kein Auto. So viele Autos gibt's in den Spielen und jetzt finde ich keins. Da steht ein Wrack rum. Wo ist die Behörde, die das wegtragen sollte? 200 Meter. Okay, das könnte sich ausgehen. Checkpoint erreicht. Oh Mann. Ich bin nicht mehr der Sportlichste. Ich habe gerade was gekillt und eigentlich sollte ich geführt werden und ich sollte nicht laufen. Jason, ist hier in Alamo hier. Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell. Oh shit, Mann. Nee, jetzt ist noch weniger Zeit. Die Landebahn habe ich erreicht. Nur jetzt wird mein Freund angegriffen. Fuck. Das. Was? Der hat doch kein Leben mehr! Okay. Bevor der Typ ganz stirbt, muss ich einfach eingreifen. Oh, okay. So, stirb. Wo ist der Nächste? Wo sind die Nächste? Hermano! Oh, das habe ich mir vom Dings angewöhnt. Von was? Hermano! Hallo, Hermano! Oh! Die Pisser! Ich sag doch immer wieder, das sind. Kennst du einen? Kennst du alle? Okay, gut, Faber, was machst du jetzt? Du ölst das Ding nicht wirklich kurz vorm Fliegen. Oh shit, ich muss verteidigen. Dude, wir haben keine Zeit zum Ölen. Achso, die haben das kaputt gemacht. Du denkst, das hält. Ich flieg mit diesem Ding jetzt quer über den Pazifik. Denkst du das? Hey, Dude, das ist doch ein Knall. Was? Der hat einen Scharfschuss überlebt. Okay, ja, kein Problem. Ja, kein Problem, Mann. Ich chill. Wie war's? Was hat auch gechillt? Was hat bis ins Ende gechillt? What? Das sind eindeutig zu viel. Können wir nicht ein paar ausladen? Okay, passt. Wie weit bist du? Beeil dich ein bisschen. Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. Schau mal, die drängen da hinten alle. Die wollen alle hier ein Autogramm haben und jetzt... Mach das Ding endlich startklar erst. Hallo. Beeil dich schon nicht so lang. Hermano! So, okay, der Typ ist tot. Ach komm, beeil dich doch! Da ist noch einer! Glaubst du, ihn nicht gesehen? Grüß Gott! So. Oh, okay, da kommt noch einer. Oh, das ist ein Gepanzter! Der macht's mir auch nicht gerade einfach. Hallo, Dude, zah an! Beeil dich, Mann! Ich hab nicht viel Zeit! Beschütze Willis? Ja, ich bin dabei. Na, repariert's ja langsam. Oder gib mir das Ding, ich mach das für dich. Die Hälfte? Dude, ich hab die Hälfte meiner Munition verschossen. Beeil dich! Beeil dich. Warum machst du immer hier? Da hinten ist doch auch kaputt. Aber jetzt kommen keine Gegner. Ich kann dir ein Geheimnis erzählen. Vitra saß auf mir. Du wirst es nicht glauben, Mann. Aber die saß auf mir. Also... Auch ohne, also ich meine, Hose hatte sie schon an, aber sie hatte keine BH an, Mann. Sie hatte wirklich kein BH an. Das glaubst du mir nicht? Das hätte ich auch nicht geglaubt, wenn es mir wer anderer erzählt hätte. Was hat die bei dir auch gemacht? Du sagst, die zieht das bei allen anderen ab? Wir werden gerade gestört. Jetzt wird's ein bisschen voll hier. Hermano, es wird zu voll hier. Warte, wir werden unser Gespräch gleich über Citra weiter sagen. So, okay. Also ich wollte dir sagen, die hast du ihre Titten gesehen, Mann? Ich konnte es nicht glauben. Ehrlich, das ist so eine Strammesführerin, weißt du? Das ist die Schwester von Vars. Selbes Blut und so. Echt, ich hätte nie geglaubt, dass sie auf mich steht, Mann. Ehrlich, ich hätte das nie gedacht. Also, du hast hier... Was hast du? Komm, red mal, Tacheles. Was hast du? Du hast hier so ein Kack... Flugzeug. Und was habe ich?
Ich hab die Sidra, weißt du, das ist der Unterschied. Ich lebe hier seit ein paar Wochen. Du lebst hier ein paar Jahre und ich krieg hier die Bitches und du kriegst ein Flugzeug, weißt du? Das ist das Ding mit uns, warum das mit uns nicht funktionieren kann. Und erstens, ich kann auch besser schießen, schau mal. Du kannst hier nur blöd mit den Dings rumfahren und das Flugzeug reparieren und das war's auch. Du bist nicht wirklich der Held, den Sidra sucht. Töte die restlichen Piraten jetzt ehrlich. Jetzt, das gibt's ja nicht, stirb! Der hält ein bisschen viel aus, willst du mir nicht helfen? Ja, genau! Ich hätte... Das sagt mir erst jetzt einer! Nope, jetzt ist... Och komm! Der hält das auch aus! Okay, so. Jetzt nehmen wir das Ding. Gleich gibt es Ärger. Mächtig Ärger. So, okay. Dude, ich hab's geschafft. Steig ein. Ja, danke. Wird doch Zeit, Mann. Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. Danke für... Echt? Das ist halt... Das ist verboten? Ich würde sagen, dann steigen wir erst in Singapur und kaufen Kaugummi. Ich sagte, steig ein. Er hat ein bisschen Angst vor diesem Ding. Ich kann es verstehen, Mann. Da wurde gerade drauf geschossen. Und ich soll jetzt mit dem Ding gleich mitfliegen? Ich meine... Oh, ach übrigens. Mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Dein Mann? Greif einfach den Star-Spangled-Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Okay. So, starte die Motoren. Bist du sicher, dass das Ding fliegt? Ich habe dir mein Leben gegeben. Ich habe viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Oh mein Gott, das Ding fliegt sogar. Hey, ho! Ich würde aber gerne sehen, wie es... ich würde den Flug gerne sehen. Ich meine, das Spiel ist schon schön. Da kann man schon mal so einen Rundflug schon zeigen, ne? What do you mean by that? Said the Caterpillar sternly, explain yourself. Was meinst du damit, sagte die Raupe streng. Erkläre dich deutlicher. Ich kann es nicht deutlich erklären, fürchte ich, Raupe, sagte Alice. Weil ich nicht bin. Weil ich nicht ich bin. Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. Warum? Ich meine... Warum zitieren die immer Alice im Wunderland? Das hat mit dem Spiel genauso viel zu tun wie in Bartha mit diesen Typen da. Hier ist dein Stopp! Flieg, Jason! Flieg! Flieg? Hast du einen Knall? Bist du sicher, dass der Windschutz funktioniert? Na klar! Einfach die Arme ausbreiten! Das funktioniert! Das funktioniert? Viel Glück in Russland! Okay, das funktioniert! Stolz, meinem Land zu dienen! Das funktioniert? What the fuck? Emily, jetzt wird gepennt. Ganz langsam. Oh. Okay, wir machen das. Einschlafen. Und wiege.